eine Überprüfung. Eher drinnen oder draußen, für mich schon seit längerer Zeit, das Wort auf der Haut, Oberfläche, Nachbarin hier am Ort, an der Ecke, bei mir, das Loch im Satz, Brennnagel, Haaransatz, Kunst, Dunst, falsche Identität. Sprachmaterial, Dämmmaterial. Das Sprachmaterial ist nicht das Dämmmaterial, aber das Dämmmaterial ist das Sprachmaterial. Unmittelbar aus meinem Mund. Zur Isolierung, synthetisch verdichtet, porös, rosarot, ein Halbfabrikat stotternd meiner Zunge in meinem Mund. Isoliermaterial, dilettantisch zusammengesetzt, unsichtbar im Zwischenbereich der Wände, der Lippen oder auch Dämmmaterial. Aus meinem Mund, als Worte, rosarot, als Folge von Brüchen, klafft eine Lücke, wird Material. In der Folge der Wörter als Ton, R, als Volumen, R, für die Augen, für ihre Augen, S. Oh, Fahrradständer Pianis. Nicht alle Bilder, nicht ein Bild. Terror und Identität hier an mir in der Ecke. Arbeitsfeld, Haaransatz, Eisenhandlung. Und was ist dann die Malerei? Ja, das ist die Literatur. Und was ist dann die Literatur? Ja, das ist die Malerei. Aber wieso? Nein, doch. Genauso geht's. Und was ist der Rest? Ja, der Rest, der ist für die Trottel und für die Wiederkehr des Mondes, woran sie glauben, eine Sichel, die Empfindungen weckt, in der Nacht, in der schwarzen Nacht der Theorie. Oh, Fahrradständer Pianis. Resopalrunde, Zobernick, das Fehlende, der Riss. Das Loch in den Sätzen, auch mein Arsch denkt manches Mal an Jacques Rancière. Das Konzept. Nachmittag, Goodman tritt jetzt als Wittgenstein auf. Die Westwurst aus meinem Mund, Produktion, Produktion, also Produktion, industrielle Produktion der Bilder als Halbfabrikat, Schlag für Schlag der Zunge, Schnitt, rosarot, nicht schwarz und nicht weiß, Methanchlorid. Das Stückwerk dilettantisch zusammengesetzt, die Bedeutung im Riss. Ein Stottern aus meinem Mund, in ihre Augen, blind, isoliert, im Sturz, ohne Verdichtung, zur Form des Wort. Danke. Falsche Identität. Auf Wiedersehen. Goodman tritt nochmal als Wittgenstein auf. Ledebur, Wortverlust. Brillenträger, Schweig. Das Sprachmaterial ist nicht das Dämmmaterial, aber das Dämmmaterial ist das Sprachmaterial. Durchgang Nummer 2. Aus meinem Mund, zur Isolierung, synthetisch
verdichtet, porös, ein Halbfabrikat, stotternd das Gitter meiner Zunge in meinem Mund. Isoliermaterial, dilettantisch zusammengesetzt, unsichtbar im Zwischenbereich. Wiederholung, rosarot, als Folge von Brüchen, klafft eine Lücke, wird Material. Nicht alle Bilder, ein Bild. Oh, Fahrradständer Pianis. Das Loch in den Sätzen, auch mein Arsch denkt manches Mal an Jacques Rancière, Terror der Intellektualität, das Konzept am Nachmittag. Mit verlaustem Kopf, sinnliche Spaltung bei Kaffee und Strudel. Also Produktion, industrielle Produktion, als Halbfabrikat, Schlag für Schlag der Zunge, Schnitt, rosarot, nicht schwarz und nicht weiß, Methanchlorid. Die Schwärze, synthetisch verdichtet, die Worte zur Produktion, ein Stottern aus meinem Mund, die Schwärze in ihren Augen. Blind, isoliert, im Sturz, ohne Verdichtung, zur Form, das Wort, das Feld in den Raum ihrer Rosarot. Blind, das Halbfabrikat, das Scheitern, die zerrissene Kurve isoliert die Worte, eingedämmt im Dazwischen, überfließen in einen Satz, in ein Volumen, das sich langsam rosarot aus meinem Mund fragmentarisch und stückhaft isoliert, zu keinem Körper, zwischen anderen Körpern, zur Dämmung vorgesehen, blind, oh, Fahrradständer Pianis, Sprachsatz, ultimativ, mein Arsch denkt schon wieder, Farbdämmer okkult, also wiederum, eine leichte Auffrischung am Kreativitätssaum. Hochgehobenes Röckchen. Rosarot. Die Schleifspur der Malerei. Über alle Höhenzüge der Welt. Bergmalerei brennend. Also wiederum zurück. Das Sprachmaterial ist das Dämmmaterial. Aber das Dämmmaterial ist nicht das Sprachmaterial, also verschwindet es ganz hinter einer Fassade. Dämmmaterial in der Folge der Wörter, Isoliermaterial aus meinem Mund, ganz für ihre Augen, als Folge von Tönen, rosarot, als Folge von Farben, es, zusammengesetzt, synthetisch, porös, als Riss durch die Bedeutung, zwischen dem, was man sieht und zwischen dem, was man sagt. Dämmmaterial, Sprachmaterial, ein Halbfabrikat, zwischen dem, was man sieht und zwischen dem, was man sagt. Blinde Rede und stummer Blick. Also eine Produktion aus meinem Mund, als Riss durch den Körper der Produktion. Rohes, schlagkräftiges, derbes Material, Stückwerk meiner Zunge, meiner Bänder, meines Rachens, rosarot, als Schwall, als Brühe, Methanchlorid, giftig und gelb oder rosarot, an ihr Ohr, als Volumen, überfließend, rücksichtslos, roh, rissig, in ihren Augen, in ihrem Mund,
S, das Zeichen, an ihr Ohr. S, ganz sichtbar, ganz Farbe, in ihr Ohr, in ihr Haus, Schwärze. Schwärze zwischen den Wörtern, im Übergang von meinem Mund an ihr Ohr. Dazwischen, Schlag für Schlag, die Zunge, rosarot, giftig, als Dämmmaterial, als Sprachmaterial, blind, grindig, verdreckt und verschwitzt, der Kapitaleinsatz. Albert, Anlage für höhere Wesen. Mein Arsch denkt schon wieder. Artaud, hier, jetzt, unmittelbar. Jacques Rancière, Avantgarde-Reizung, Duchamp. Auch Beuys, die Krankenschwester am Wertedepot. Stotternd, rücksichtslos, rissig, die Mechanik der Zunge meiner Identität, des Satzes, immerfort die Produktion aus meinem Mund an ihre Augen. Methanchlorid als Rest zwischen dem, was sichtbar ist und zwischen dem, was sagbar ist. Unsichtbar durch ihre Augen hinter der Fassade der Sätze. O, Fahrradständer Pernis.